Wer eine Immobilie kauft, der kauft meistens auch den Garten mit. Und nicht selten kommt es vor, dass der Garten entweder sehr alt oder sehr verwildert ist. Wie Sie Ihren Garten wieder auf Vordermann bringen, dazu haben wir einen Experten gefragt. Grundsätzlich kann man in jedem Garten wieder auf den alten Glanz wieder zurückbringen. Und das, was jetzt zu viel ist, was kaputt ist, kann man rausnehmen. Oder man kann anstelle dieser kaputten was Neues pflanzen. Aber grundsätzlich kann man jeden Garten wieder auf Vordermann bringen. Ist natürlich mit viel Arbeit und Fleiß verbunden. Viel Arbeit und Fleiß musste auch in diesen Garten gesteckt werden. Einige Jahre wurde hier nichts mehr gemacht. Rasen, Bäume und Sträucher waren völlig verwildert. Oftmals sollte man eine Saison abwarten, um zu schauen, wie sich die Pflanzen entwickeln. Viele zeigen ihre Blüten nur ein paar Wochen im Jahr, zum Beispiel Stauden, Frühjahrsblüher oder Gräser. Liegt der Garten aber wie hier brach, hilft nur noch ein radikaler Schnitt. Grundsätzlich kann man einen Rückschnitt das ganze Jahr über vornehmen. Sie müssen, bevor sie blühen, in milderen Jahreszeiten, schon fast bis Ende Januar, sollte man die zurückgeschnitten haben. Ein Radikalschnitt sollte mindestens 30 bis 50 cm vom Boden weg zurückschneiden. Das nennt man auch Veredelung. Dann kommen die neuen Triebe und die wachsen und die werden größer, stärker, wenn man sie zeitlich dann auch schneidet. Wenn man sie natürlich zu spät schneidet, dann hat man das ganze Jahr davon nichts mehr. Dann blüht nichts mehr. Nein, ist einfach kahl. Dafür aber fürs übernächste Jahr. Also zeitig schneiden ist ganz wichtig. Auch wer umpflanzen möchte, sollte das in die Zeit zwischen Herbst und Frühjahr legen, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist. Wichtig zu wissen, je kürzer ein Baum oder Strauch an einer Stelle gestanden ist, desto besser lässt er sich umpflanzen. Was weder gefällt noch zum Umpflanzen geeignet ist, muss weg. Auch mit Krankheiten befallene Pflanzen gehören raus aus dem Garten. Anders sieht es zum Beispiel bei Pflastersteinen aus. Wer neu pflastert, kann den alten Belag woanders wiederverwerten, vor der Garage oder unter dem Gartenhäuschen. Wer einen bestehenden Garten übernimmt, braucht in vielen Fällen einen Profi, der die groben Arbeiten mit speziellen Maschinen übernimmt. Für die tägliche Gartenarbeit braucht es aber nur eine Grundausstattung. Für einen normalen Gebrauch, jetzt ein Familienhaus, ist unverzichtbar ein Rasenmäher. Wenn man einen besitzt, einen Rasen, eine Heckenschere, wenn man eine Hecke hat, je nachdem, wie dieser Garten angelegt ist. Aber zum Grundausstattung gehört meistens ein Rasenmäher, eine Heckenschere und dann eine Handschere, eine Hacke vielleicht für ein Unkraut rausnehmen und einen Grünmüllsack. Das war's. Hier war ein radikaler Schnitt nötig, um den Garten neu gestalten zu können. Wie wird er in 4 Wochen aussehen? Die werden auf jeden Fall blühen, die anderen, die haben noch keine Knospen, das heißt, es könnte knapp werden, aber blühende Pflanzen oder Sträucher werden wir auf jeden Fall hier noch erleben. Und einfach mal eine Struktur und nicht so viele Leute. 4 Wochen später, der Garten hat deutlich an Farbe gewonnen. Auch wenn der Rückschnitt eher spät erfolgen musste, blühen hier jetzt Bäume und Sträucher. Noch besser wird es im kommenden Jahr aussehen, wenn der Garten gut gepflegt wird. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.